Sehr gut. Eins erledigt und den letzten Questschritt bekommen. Oh oh. Und damit. Die Adrestea ist nun mit einem Flammenwerfer am Bug ausgerüstet. Halte R2 gedrückt, um den Gegner auf Kosten von Feuerkraft Feuerschaden zuzufügen. Ah, die Quest hat uns jetzt... Ah ja, das unten sehen wir es. Unten rechts. Jetzt haben wir... Wohaha, Feuerschaden. Jawohl. Jetzt bist du dran. R2 gedrückt halten. Ja, nein. Hallo, ich hab was für dich. Burn, Baby, burn. Was für eine Flatterbacke. Ich soll gelähmt sein. Und das war's. Flotte erstmal erledigt. Und wir haben eine neue Waffe. Und haben automatisch auch neue Quests angenommen. So, dann gucken wir doch jetzt mal, wie sieht's denn jetzt aus? Im Moment sieht's so aus, dass ich hier... Aha. Noch Messer im Dunkeln habe. Tötet die Söldner, die der Orkan losgeschickt hat. Aha, töte Hirpes, den Schäbigen. Na, wie es aussieht, haben wir jetzt noch ein paar Quests bekommen. Aber ich möchte erstmal ihn da hinten killen, bevor wir jetzt die nächste Quest abgeben. Mein Schiff ist jetzt mit einem Flammenwerfer ausgerüstet. Das wird doch wohl jetzt was werden hier. Schön mit Reisegeschwindigkeit, volle Pulle. Weniger als ein Kilometer noch, gleich haben wir dich. Flammenwerfer bereit zum Brutzeln. Noch 650 Meter. Ich glaube, der Älteste hat es jetzt gleich hinter sich. Den gehen wir dann auch mal entern, wenn das Schiff so weit down ist. Ich hau die Schiffe ja im Moment immer nur so um. Aber das Entern ist natürlich auch ganz lustig mal. Also das hier werden wir jetzt auch entern, wenn der jetzt platt ist. Ist noch zu weit weg, ne, oder? Einfach immer weiter Feuer. Okay, das war's mit Feuer erstmal. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Jawohl, das war's fürs Schiff. Gehen wir mal den Ältesten besuchen. Ivy kämpft auch kräftig mit. Da ist er. Mein Schiff ist in Ordnung. Orden der Ältesten erledigt. Tod braucht man noch nicht mal bestätigen. Haha, Nestor, der Eindrucksvolle, ist nicht mehr. Sehr gut. Und wir kriegen schon den Hinweis zum nächsten
Ältesten August. Die Allsehende versteckt sich in Pelene. Der hat einen Brief dabei. Dunkle Machenschaften. Nestor, die Küste ist übersät von deinen Schiffswracks. Ich verstehe, warum der Orkan in solch hohen Tönen von dir berichtet. Ich weiß, es ist dir verhasst, an Land zu sein, aber es ist Zeit, dass wir uns dem strategischen Vorgehen und dem Adlermann zuwenden. Such mich in Pelene auf, sobald du fertig bist mit deinen Vergnügungen, August. Was wir nicht ehrlich gewinnen können, nehmen wir uns im Geheimen. Die Demokratie hatte die griechische Welt träge und schwach werden lassen. Charismatische Narren lenkten den Mob mit goldenen Heilversprechen und zogen die Menge in ihren Bann. Wie dumm das Anliegen auch immer gewesen sein mag. August wehrte sich dagegen und schlug aus den Schatten heraus zu. Dann fand sie den Orden. Nun vielmehr fand der Orden sie. Eine göttliche Übereinkunft von Zielen. So, da gibt's dann nochmal hier so eine lila Rüstung. Aber das war's erstmal. Also, jetzt haben wir dann auch noch sie als Info. Ja, hier fehlt immer noch der fünfte Hinweis. Ihn hier kennen wir auch noch nicht komplett, aber so langsam aber sicher dünnen wir auch den Orden des Sturms aus. Sehr gut. Und beim Schiff, seht das hier, jetzt haben wir einen Flammenwerfer, halte R2 zum Schießen. Der Flammenwerfer befindet sich im Bug des Schiffs und verbraucht Feuerkraft. So. Feuerkraftverbrauch weniger, Flammenwerferschaden mehr für 2700. Jo. Schön, haben wir doch einen schöneren Flammenwerfer hier vorne jetzt. So, das Ganze nochmal, 25% noch mehr Flammenwerferschaden und nochmal 25% weniger Verbrauch. Noch 4.500 haben wir auch noch. So, und nochmal 40% mehr Fall. Ah, schade. Da fehlt uns jetzt dann doch noch ein bisschen Geld. 2.000 Gold. Dann kriegen wir den stärksten Flammenwerfer. Sehr gut. So, und jetzt ändern wir einfach mal hier das neue. Nö, das sieht hässlich aus. Nehmen wir nicht. Und hier. Ja, komm, die Galionsfigur kann man mal nehmen. Hier so ein Adler oder sowas, was das hier vorne ist. Das geht mal. Ne, dann nehmen wir mal einen anderen. Sehr gut. Also, Geld machen. Ihr seht, ich brauche überall Geld, ne? Also, um hier die höchste Stufe vom Schiff überall zu kriegen, kostet mich überall über 140.000 Gold, außer jetzt hier die 10.000. Also, ist echt teuer geworden, Schiff auszubauen. So. Der kommt immer weiter hier raus und hier wieder rein. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Okay, wir gucken noch mal ganz schnell, ob wir den Schatz hier noch kriegen. Komm, schnell, bevor das Schiff untergeht. Jawohl, sehr gut und tschüss. So. So, mein Schiff ist wieder bereit. Und wo ist denn jetzt der nächste Älteste vom Orden? Dort. Und da haben wir auch noch die andere Quest bekommen jetzt. Hirpes Schäbige. Ja, bevor wir die jetzt erledigen, gehen wir natürlich erstmal Nema besuchen, weil Nema hat ja gerade mit mir, oder ich habe ja gerade für sie die ganzen Schiffe weggemacht, damit wir den Orkan endlich finden. Also im Endeffekt haben wir jetzt schon mal die neue Waffe fürs Schiff. Das ist ja das Wichtigste von der Episode 2, von dem Vermächtnis. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den Kult erledigen und dann können wir mit Episode 3 anfangen. Dann bin ich mal gespannt, was in Episode 3 eigentlich noch war. Bei 1 wusste ich, es ist der Orden. Bei 2 wusste ich, es ist der Flammenwerfer. 3? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kurz vor Atlantis sind wir dann. Aber 3 kommt noch. So. Ich mache jetzt alles, wie gesagt, ganz schnell. Also wir sind noch nicht mal eine Stunde am Streamen und haben schon viel geschafft jetzt. Das nächste Ordensmitglied wartet schon auf uns. Da vorne wartet schon die nächste Quest. Also, wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Finde und töte Arthos, den Bestienrufer. Das ist auch noch eine Quest. Ja, keine Ahnung. Erstmal jetzt Nema. Aber den Arthos finden wir auch noch. Könnte dann einer von dem Orden sein. So, Nema ist hier im Schiff. Bei ihrem Vater. Wo war denn nochmal der Eingang hier?
Beim ersten Treffen hätte Vater ihn fast getötet, hätte ich sie nicht aufgehalten. Im Ernst? Was glaubst du, wer gewonnen hätte? Ich kann schon auf mich aufpassen. Gut, alle sind da. Wir haben alles vorbereitet. Und nun bringen wir die Gestrandeten aus Achaea. Der Orkan will den Odem der Chimäre an der Skylla anbringen lassen. Aber wir haben den Odem der Chimäre. Der Orkan wird gar nicht wissen, wie ihr geschieht. Ohne den Odem der Chimäre hat sie keine Chance. Immerhin bin ich Poseidons Günstling, nicht wahr? Was? Wir überrumpeln den Orkan. Barnabas und ich greifen vom Meer aus an. Um alle von der Küste wegzubekommen, müssen wir die Skylla mit dem Odem der Chimäre außer Gefecht setzen. Die Handelsschiffe? Die Ablenkung sollte ihnen genug Zeit zur Flucht verschaffen. Nehmer und ich sorgen dafür, dass alle an Bord der Schiffe sind. Das ist unsere Chance, Achaea zu verlassen. Dareios hat recht, Nehmer. Ihr solltet auf diesen Schiffen sein. Ihr beide. Das ist euer Weg hier raus. Was hältst du davon, Nehmer? Es ist die Chance. Ihr müsst sie nutzen. Werden wir. Bis dahin brauchen wir einen Unterschlupf. Irgendwo, wo niemand Verdacht schöpft. Ich kenne da einen Ort. Ein Haus auf dem Hügel bei Dime. Geht vor. Ich treffe euch später dort. Nehmer will unbedingt was mit Alexios hier anfangen, aber Alexios geht nicht so wirklich drauf ein. Ne? Der bleibt immer ganz locker, ganz cool. Sagt immer genau das Falsche. Sie will immer hören, bleib und sei hier und alles Mögliche. Und Alexios, komm, lass mal. Lass mal stecken, Schätzelein. So, hier soll irgendwo Athos sein. Hier funktioniert. Da ist er auch schon. Hier funktioniert der Adler super. Das tut er bei Valhalla noch nicht so gut, aber vielleicht kann man den noch skillen. Vielleicht wird das noch nachgepatcht. Da sind die Schätze echt gut versteckt, aber da spiele ich ja demnächst auch wieder weiter. Dann werdet ihr da sehen. Da sind ganz schön tricky Schätze. So, wo ist denn der? Willst du mir sagen, der sitzt hier gerade mit seinem Bär und kommt da nicht rein? Ja, sieht so aus, ne? Das ist irgendwie jetzt gerade irgendwie crazy, oder? Was ist denn das für ein Quatsch? Aufpassen hier, ich bin ja schon vergiftet. Versuchst du mich zu treffen? Ja, versuche ich. Dieser Söldner wurde vom Orkan geschickt. Er wird nicht der Letzte gewesen sein. Oh, der hat aber viele Sachen dabei. Athos, der Bestienrufer. Wieder eine Quest geschafft. Hatte aber keine Hinweise zu den Kultisten. Von daher war die Quest jetzt nicht ganz so wichtig. Dann gehen wir doch mal hier hin. So. Und töten auch Hirpes, den Schäbigen. Und natürlich August, die Allsehende. Haha. So kriegen wir doch langsam den Orden ausgedünnt. Und dann bleibt, glaube ich, nur noch die Quest mit Nehmer. Also da, wo wir in das Haus gehen sollen. Das ist wohl das Ende der Storyline dann von Episode 2. Also noch ein bisschen was töten jetzt hier. Und dann sind wir fertig. Ja. Ziemlich großes Dorf, wo wir gerade hin pochten.
Man merkt immer schon den Unterschied zwischen einer SSD-Platte oder einer normalen Festplatte. Das hier ist noch auf einer normalen Festplatte. Ich habe halt nicht so viel Platz auf der SSD. So. Und jetzt, wo müssen wir hin? Dorthin und dorthin. Okay. Versuchen wir mal ganz vorsichtig zu sein. Okay, das ist so weit unten, da müssen wir doch noch ein bisschen was weiter. Alexios kriegt keinen Fallschaden mehr, habe ich schon weggeskillt. Fallschaden ist was für Anfänger. Den Skill bräuchte ich auch bei Elder Scrolls. Das nenne ich mal einen ziemlich langweiligen Ältesten. Hat sich ziemlich sicher gefühlt. Aber nicht mit mir. Zack. Orden der Ältesten, wieder einer erledigt. Das war's für sie. Aber sie hatte keinen Hinweis auf den Orkan. Und nicht auf ihn hier. Das gibt's doch nicht. An der Schiffswrackbucht. Der Orden finanziert seine Aktivitäten über den Schiffsbau. Naja gut, dann gehen wir erstmal noch da oben den erledigen. Herpes. Hoffentlich hat er keine Herpes. So. Und danach versuchen wir noch die zwei Ordensmitglieder zu finden. Den Orkan werden wir auf jeden Fall finden, aber den anderen mit dem Schiffsbau. Da habe ich bis jetzt noch keinerlei Hinweise zu bekommen. Wo müssen wir hin? Da ist er. Oh, Gold. Naja. Sie wird sich mit deiner begnügen müssen. Mehr von einem Kanadier Söldner. Muss ein hohes Kopfgeld sein. Wir decken Bura. Ayas wird mit den Soldaten und ihrem Polemarchen zusammenarbeiten. Söldnings-Korrespondenz. Okay, mehrere Quests angenommen. Schon wieder? Hier geht's im Moment Schlag auf Schlag mit den Quests. Und immer noch nicht mehr Hinweise. So, was haben wir denn jetzt noch für Hinweise bekommen? Also Ruhe vor den Sturm, da sollen wir zu nehmen. Ach, guckt euch das mal an. Der Orkan schickt zwei Söldlinge. Trotz seines brutalen Aussehens ist dieser Söldner stärker der Strategie verschrieben. Boah, so viele Söldner sind hier noch unterwegs. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die will uns echt Stress machen, ne? Ja, das sind dann auch nochmal zwei. Und hier ist dann... Ne, wo ist denn... Wo ist der Nehmer dann? Na gut, komm, machen wir die auch noch platt. Also wir müssen ja jetzt wirklich mal hier weiterkommen. Oh nö, nicht da oben in der Festung. Die ist so nervig, da immer hochzuklettern. Och Mann, oh. Wie oft ich jetzt in dieser Festung schon war für dieses Vermächtnis. Die hat mich, glaube ich, schon viermal da hochgeführt, die Quest. Und es wird nicht besser da oben. Es nervt immer wieder aufs Neue. Die haben sie ein bisschen zu viel benutzt. Da sind sie stolz drauf, bei Ubisoft, dass sie eine Festung bauen können. Da vorne ist er.
So. Ayas der Saubere. Da läuft er. Boah, viele, viele Wachen. Uiui. Ach so, da ist aber auch der Anführer hier des Staates. Gut, da sollten wir dann nicht beide gleichzeitig pushen, pullen, ranziehen, angreifen, sondern nur einen von den beiden. Den Anführer lassen wir mal laufen. Wir brauchen hier nicht auf Athen oder Sparta die Gegend zu wechseln. Ist auch eine total unwichtige Sache irgendwie. Oder wir gehen ihn killen und dann gehen wir einfach wieder sofort weg. Weil hier ist auch noch ein Kopfgeldjäger. Ach nee, das ist er ja. Okay, wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall erstmal was klettern. Guckt nicht zu viel unter das Röckchen hier. Der arme Alexios hat da keine Jeans. Gibt's ja nicht. Na, jetzt geht er mal weiter. Junge. Ah, geht doch. Ein Glück ist er kein Schotte. Die haben ja, glaube ich, gar keine Unterhosen an, ne? Oder wie war das? So, genug Spaß gehabt. Jetzt wurde wieder gekämpft hier. Helfer dabei, du. Und das sind jetzt nicht die von dem Staatsoberhaupt. Komm, wir versuchen den. Ja, der ist runtergeflogen, das ist schon mal gut. Das wollte ich jetzt auch mit ihm hier machen. Versuchen wir es mal. Nee, hat leider nicht funktioniert. Wäre aber lustig gewesen. Aber warum sind denn hier so viele starke? Das ist doch blöd. So, tschüss. Manche fliegen richtig, manche fliegen falsch. Die mit ihren Schilden nerven. Ich muss besser ausweichen. Uiuiui. Immer diese Schilde. Irgendwann muss dem Orkan die Söldner ausgehen, genau. Und die Quest ist auch durch. Damit haben wir wieder einen Söldner erledigt. Der Orkan will richtig Stress machen, ne? Merkt er das? Die Frage ist, wann kriegen wir es denn hin, auch mal den Orkan anzugreifen? So, jetzt sind die hier dran. Nochmal zwei Söldner. Die hängen sogar zusammen ab. Das ist immer schlecht. Das könnte dann ein bisschen schwieriger werden, aber gerade das hat ja auch geklappt. Ich meine, das war ja jetzt nichts. Ob danach noch ein Obersöldner kommt? Zwei Ordensmitglieder. Dann haben wir es. Okay. Sehr gut.
hängen die denn ab? Da oben irgendwo? Dann nehmen wir mal das Pferd dazu. Dann kommst du her. So. Wo ist denn der da oben? Da ist er. Ah ja. Proktos, der Mondkönig. Gut. Und Kephallon, der Denker. Sind, glaube ich, beide die Gegner jetzt. Genau, die hängen da zusammen ab. Meine neue Villa nach dir benennen. Schade, dass du sie nie sehen wirst. Ja, immerhin coole Sprüche. Das Beste ist immer diese Zeitfunktion. So, der erste ist wieder weg. Und der zweite auch. Ich glaube, wir haben jetzt die beiden Bosse wieder. Jetzt ist die Frage, haben wir denn da noch irgendwelche Infos rausbekommen aus denen? Da gab es nur eine Jagdmontur. Und noch Kopfgeldjäger dazu. Nein. Immer mit ihren coolen Sprüchen und dann. No. Oh. Das konnte ich schon nicht mal treffen beim. Mit Kick It. Oh, was geht ab? So, jetzt aber. Jetzt reicht's aber langsam. Hier haben wir jetzt aber mal richtig aufgeräumt. Und genau. Wie sieht's denn jetzt aus mit den Quests? Also, jetzt haben wir wirklich nur noch die Nebenquest offen. Wir haben durch die Söldner leider nicht gefunden, nur noch die Hauptquest offen. Wir haben leider nicht gefunden, enttarne und eliminiere den Orden des Sturms, wo die letzten fünf sind, zwei sind. Haben wir jetzt aber auf jeden Fall genug Geld hier für den letzten Flammenwerfer. Zack. Jawohl, jetzt brennt alles richtig gut. So, ja, gute Frage. Also, im Osten von Dingens soll der letzte sein.
der Schiffswrackbucht. Schiffsfrachtbucht. Hier ist die Bucht. Im Osten wäre hier. Könnte der sein, theoretisch. Das Militärlager haben wir auch noch nicht geplündert. Aber wir machen jetzt einfach die Hauptquest weiter. Ist mir jetzt zu blöd zu suchen. Wir werden die jetzt schon gleich genannt bekommen. Wir machen jetzt die Hauptstory. Dann kriegen wir es auf jeden Fall raus. Ich möchte heute nämlich noch Episode 3 beginnen. Wir haben nur noch knapp 45 Minuten oder so, ein bisschen was länger noch, aber wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen, um einen vom Orden zu suchen, wenn wir jetzt vielleicht in der Quest die Infos kriegen, die wir brauchen. Wenn die uns dann nur den Orkan sagen, dann, ja, wird's interessant, den letzten zu finden. Wo müssen wir hin? Da vorne. Nicht weinen. Ich bin da, ich rette euch. So. Jetzt wird's spannend. Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Der kommt wieder. Dieses Haus. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaia verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Es ist ein wunderbarer Ort. Friedlich. Das stimmt. Schade, dass wir nicht bleiben. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon, wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. So bin ich aufgewachsen. Aber im Ernst, dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Wir sind uns begegnet. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Malaka. Malaka. Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann lass uns das Beste daraus machen. Ich sollte Dareus und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Naja, das war ja mal romantisch. Wildschwein kann ich euch nicht empfehlen. Ich habe Wildschwein schon mal gegessen. Es ist ziemlich grob. Schmeckt nicht ganz so gut. Mein Großvater war Jäger und da gab es Reh und Kaninchen und ja, alles Mögliche gab es da an Wildkram. Reh konnte man essen, das ging. Als Jugendlicher oder als Kind war das auch nicht so das Leckerste. Aber Wildschwein? Nee, muss man nicht haben.
Obwohl, wenn es gar nichts anderes gibt, kann man das auch essen, ne? Und hier in Griechenland war das bestimmt eine delikatöse Tesse hier, eine Delika. Wie da muss eine Delikatine? Nee, wie muss man es denn heute nennen? Delikatinnen nennen oder so. Eine Delikatesse war es auf jeden Fall. Es war sehr lecker, bestimmt in Griechenland. Nee, aber für mich nicht. Das ist irgendwie so graues Fleisch und dann. Nö. Muss nicht sein. Vielleicht war es auch die Soße, die dabei war, aber das ist auch schon zu lange her. So 20 Jahre, 25 Jahre. Ja, ich bin schon alt. Aber danach musste ich das nicht nochmal haben. Gut, jetzt trifft Kleta im äußersten Teil von Düme. Wir wissen immer noch nichts von den zwei Ordensmitgliedern. Wo ist der Orkan? Wo ist das andere? Keine Ahnung. Vielleicht weiß die jetzt endlich mehr. Meine Freunde, ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Alexios. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Ja, da ist es, ne? Also die Episode soll auf jeden Fall dazu führen, dass Alexios mit Nema, ne, Pärchen ist, aber ich bin gemein. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Ich muss noch nach Atlantis. Und ich bin Poseidons Sohn. Menschlicher Irrglaube, sowas braucht man nicht. Ich bin ein Söldner. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Da fahren sie hin. Die erste Klinge. Und Nema. Schiffsführer! Hä? Hey, Schiffsführer! Nee, doch nicht. Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten. Aber wir wissen nicht, worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein. Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Dann versenke ich die Flotte. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit und den Odem der Chimäre. Sofort, Schiffsführer! Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Nema und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Alexios. Schöner Bogen. Barnabas sollte auf der Adrastea sein. Ich muss mich beeilen. Na dann. Entere die Adrastea. Ich glaube nicht. Das ist mein Schiff. Den Sturm jagen. Dann wollen wir mal los. Schlund des Leviathans. Okay. Da kommen sie! Schiffsführer! Der Odem der Chimäre ist bereit und wartet auf einen Befehl. Danke, Barnabas. Dann schauen wir mal, was das Ding...